Hi, hier ist die Viri mit Viris Vision Quest. Hallo und herzlich willkommen zu den Krafttierbotschaften für diesen Sommer für das Sternzeichen Widder alias Falke im Indianischen. Ja, also Sternzeichen Widder, vielleicht bist du auch hast du Mond im Widder, Aszendent im Widder oder du hast, wie in der Preview gezeigt, einfach nach dem Bild ausgewählt. Wir werden hier drei Orakelkarten haben und dann schauen wir mit den Kraftkarten rein. Das sind die Whispers of the Ocean, das Geschenk der Neutralität mit dem Nautilus. Und du bekommst den Mentor. Und eine Wasserkristallbotschaft aus dem Deck von Masaru Emoto. Ja, er hat Wasser beschallt, er hat Wörter hingelegt und das Wasser reagiert. Und hier bekommen wir Rainforest. Mit den Jamie Sams Karten bitte drei Botschaften für Widder, für Falke, für Widder der Elch für die Geistebene das Stachelschwein und auf der Seelenebene die Botschaft für Widder Falke ist das Präriehuhn. Ganz interessant hier schon. Heilige Geometrie. Das ist einmal der Nautilus, der ja so durchs Wasser schwebt, und das Präriehuhn, das es übrigens kaum noch gibt, das tanzt diesen heiligen Tanz der Spirale. Wow. Und bitte aus dem, wie heißt das, Creative Mystic Creatures Deck von Grace Duong, bitte für die vier Himmelsrichtungen, für Widder, für Osten, Süden, Westen und Norden. Die Biene, der Hund, das Faultier und der Frosch. Hier heißt es, das Gleichgewicht ist in deinem Leben am Wirken. Yin und Yang sind einerseits Gegensätze, aber sie bilden zusammen ein Feld und sie bedingen sich, ja, sie gehören zusammen. Das spannt eben das Feld auf. Und das Geschenk der Neutralität heißt für dich, dass du beginnen solltest, alle Bereiche deines Lebens in Balance, ins Gleichgewicht zu bringen, weil nur so kannst du deine Wahrheit leben. Und dabei ist es oft eben wichtig, sich nicht einzumischen, nicht Partei zu ergreifen, sondern unparteiisch zu bleiben, eben neutral zu bleiben. Ja, und der Nautilus, der wird ja auch einfach durchs Meer getragen und kann jetzt nicht selbst die Richtung bestimmen. Das heißt auch immer mit einer Strömung mitzugehen. Also lerne neutral zu sein, in Situationen vor allem auch deine Gefühle zu beobachten und dann aufzuhören, einzuteilen in gut, in
in schlecht, in hell, in dunkel, in schwarz und weiß, also nicht zu urteilen. Also auch wie hier mit dem Stachelschwein, unschuldig an die Dinge heranzugehen und vor allem nochmal unparteiisch. Die Dinge sind, wie sie sind, ja. Es ist, was es ist, und das gilt es zu erkennen. Und dann kannst du die Fähigkeiten eines Mentors entwickeln. Hier heißt es, du bist kurz davor, eine Person von hoher Integrität zu treffen, die dich in die richtige Richtung führen wird. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Art Vorbild, aber ich sehe dich, Falke, wieder hier selbst als den möglichen Mentor, eben mit diesem Geschenk der Unparteiischkeit. Das macht ja auch den Mentor aus. Was ist ein Mentor, ein Förderer, ein Fürsprecher, ein Ratgeber, ein Unterstützer? Ja? Und das kannst du nur, wenn du deine Gefühle hier beiseite setzt, sag ich mal. Nimm dir für die wesentlichen Dinge Zeit. Dazu gehört auch übrigens Tanzen. Ja, das ist die Botschaft des Präriehuhns. Und zwar eben in diese Spiralbewegung. Vielleicht fällt dir dazu auch ganz konkret ein Tanz zum Beispiel ein. Ja, und mit dem Elch, interessant, das passt auch zu dem Mentor und hier zu dem Geschenk der Neutralität. Mit dem Elch kannst du eben auch zu jemand werden, der andere ermutigt. Das ist unter anderem die Kraft des Elches, ja. Jüngeren zu helfen, sie zu fördern, sie weiterzubringen. Und dazu gehört ja mit dem Stachelschwein eben auch eine gewisse Unschuld, ja. Vor allem die Unschuldsvermutung, sag ich mal, ja. Und das sagt dir, du sollst dein Wissen weitergeben. All diese drei Karten sprechen von diesem Wissenstransfer. Und der Regenwald ist so das älteste Ökosystem, das wir hier auf dieser Erde haben. Es ist der Ursprung von ungeheuer vielen Pflanzen und Tierarten. Und spricht für die vielfältigen Erfahrungen, die du auch hast, auf allen möglichen Gebieten. Ja? Der Regenwald steht für diese Vielfalt. Der Regenwald, der Urwald, beherbergt ungefähr 50%, also die Hälfte aller Pflanzen und Tierarten, obwohl er nur 6% der Landmasse auf unserem Planeten ausmacht. Also ganz geballtes Wissen, geballte Vielfalt. Und das ist deine geballte Erfahrung, die es jetzt weiterzugeben gilt. Und die Biene sagt dir, es ist die Chance, die Herausforderung, die Begegnung. Es ist schon Arbeit, bis man hier den Honig gewinnt. Das steht natürlich auch für Zusammenarbeit. Ja, nur viele Bienen können den Honig hier, die Pollen herbeibringen und dass diese Umwandlung in Honig erfolgt, so dass du, das sehe ich hier ja auch, dass du mit vielen Menschen hier zu tun hast. Und der Hund auf der Seelenebene hier sagt dir, sei immer treu, sei immer loyal und vor allem zu dir selbst. Die Treue zu dir selbst, die hier im Mittelpunkt steht. Und wie der Falke, werde nicht ungeduldig, was vielleicht deinem Temperament schon entspricht. Das sagt dir das Faultier im Westen, das ist dein innerer Weg, ja, deine innere Aufgabe. Es geht alles nach und nach, ja, alles zu seiner Zeit, aber eben immer in Bewegung bleiben, ja.
dass hier dein Projekt Schritt für Schritt vorangeht, mit Fleiß, mit dieser Treue zu dir selbst, dass du hier nicht deine Seele verkaufst. Und das geht nur, wenn du unparteiisch bleibst, wenn du neutral bleibst in diese Mentorfunktion. Und deshalb bekommst du vielleicht auch den Frosch im Nördenort der Erkenntnis, was es zu lernen gibt. Der Frosch steht immer für Reinigung, ja, er lebt ja im Wasser, ja, dass du, wenn du hier solche Aufgaben übernimmst oder schon das machst, dass du auch dich immer wieder, dass du A, das natürlich nicht in dich hineinlässt und dass du dich, also auch hier Rituale findest, Wege findest, dich auch von Fremdenergien immer wieder zu reinigen und er sagt dir, hör gut zu. Ja, der Frosch steht auch für Schall. Ja, wir kennen das Froschquaken. Das brauchst du, um hier als Mentor in die Welt zu gehen, um andere zu fördern, musst du genau hören, genau verstehen, was hier der andere sagt. Und letztendlich auch, dass du hinter die Worte blicken kannst. Und oft kann ich nur sagen, steckt viel Information in den sogenannten Nebensätzen, die so, ja, en passant gesagt werden, die meint man gar nicht zum Thema gehören. Also höre hier gut auf die Nebensätze. Und das Reinigen, ja, mit dem Frosch, das kann natürlich einfach mit Wasser sein, duschen, baden, schwimmen. Aber ich denke, du kannst, wie schon vorhin gesagt, auch tanzen. Wird dir helfen, dich von negativen Energien zu befreien. Wichtig ist, wie gesagt, auch die Treue zu dir selbst und mit dem Elch auch diese Selbstachtung, ja, dass du die hier immer hochhältst, dass du hier von anderen eben nichts mitnimmst, auch dich davon nicht beeinflussen lässt. Ja, in Balance kommen, um eine Tätigkeit hier auszuführen, zu machen, wo du eben immer mit einem anderen Menschen oder auch mehreren zu tun hast, für die du ein guter Ratgeber sein kannst, werden kannst mit deiner vielfältigen Erfahrung. Auch mit aus dem Regenwald hast du natürlich auch extreme Erfahrungen gemacht. Ja, da gibt es ja auch schon Tiere, die bedrohlich sind, Schlangen, Spinnen, ja, und diesen Erfahrungsschatz, den solltest du, wie der Falke, jetzt weitergeben. Bleib dran und ja, balanciere deine Energien aus. Schau, wo in deinem Leben es nötig ist, dich ins Gleichgewicht zu bringen, sodass du deine Wahrheit leben kannst, sodass du andere ermutigen kannst auf ihrem ganz individuellen Weg. Wow, ganz tolle Energien, freue ich mich und bin da sehr gespannt, was da bei dir geschehen wird. Und ja, in diesem Sinne denke ich an dich, wünsche dir was. Bis ganz bald. Ciao, ciao.